Was ihr hier im Video erfahren werdet, kann verstörend wirken. Vor allem, wenn man selbst schon in der Situation der beiden Personen war oder ist. Heute sind wir ein bisschen unterwegs. Wir sind wieder in dem Ort, an dem wir die letzten PUs gemacht haben. Wir treffen uns hier heute mit einer Zuschauerin und die hat ein paar ganz interessante Geschichten. Jetzt warten wir noch auf Kai und dann treffen wir uns gleich. Dann sprechen wir ein bisschen über das Erlebte. Also würde ich mal sagen, warten wir hier und bis später. Heute geht es um eine junge Dame. Nennen wir sie Helena. Sie möchte natürlich nicht erkannt werden, was verständlich ist. Ihre Mutter schilderte auch von Begegnungen im Zusammenhang mit dem alten Wohnhaus, das früher einmal ein Altenheim war, beziehungsweise ein Pflegeheim. Da wurde vor sehr vielen Jahren ein kleiner Junge gefunden, tot. Es kam was und hat immer versucht, mich aus dem Bett zu holen. Und das hat mich dann auch verfolgt. Es ist nicht nett. Ich habe manchmal Phasen gehabt, ich habe geschlafen, bin wach geworden und das hat mir was ins Ohr geknurrt. Dieses große Gebäude, das große alte Haus, was sie renoviert haben, das war ja noch zu Ostzeiten, war das ja noch ein Altenheim. Ja, ja. Ich bin da aufgewachsen und es war schon unheimlich gewesen. Und diese Zusammenbrüche, es ist immer noch da. Das lässt mich nicht in Ruhe. Heute machen wir eine ganz besondere paranormale Untersuchung. Ich wollte eigentlich nie Privatfälle machen, aber wir haben uns heute eigentlich mit einer jungen Frau verabredet gehabt. Sie wollte uns nämlich erzählen, was sie alles an Paranormalen erlebt hat. Verdammt heftige Geschichte. Und deswegen haben wir uns entschlossen, bei ihr diesen Fall zu übernehmen, eine paranormale Untersuchung durchzuführen, dem ganzen Spuk auf dem Zahn zu fühlen und eine Reinigung durchzuführen. Bisher waren es wirklich so belanglose PUs gewesen. Man ist irgendwo an einen Ort gefahren, von dem man eigentlich nicht wusste, was dort alles passiert ist, nahm Kontakt zu vermeintlichen Geistern auf und holte einfach irgendwelche Ergebnisse raus, Blinken von Bällen und. Ja, gemeldet hat sie sich bei uns wegen dem Fall Rebecca Reusch, weil sie dort halt in der Gegend auch aufgewachsen ist und sie fand auch unsere Ergebnisse extrem interessant und ja, das klang aber schon fast wie ein Hilferuf. Da sagt man doch nicht nein, Leute. Gut, dann drückt uns die Daumen, dass das Ganze gut verläuft und dass diese hübsche junge Dame endlich wieder nachts vernünftig schlafen kann. Die Sache heute hat uns einfach nur überzeugt, weil da Phänomene beschrieben wurden, die halt nicht so einfach zu erklären sind. Die wollen wir heute auf jeden Fall herausfordern, diese Phänomene. Vielleicht können wir sie auslösen. Wir werden schauen, ob was da ist. Wenn wir nicht feststellen können, dann nehmen wir es entweder mit oder wir schmeißen es raus. Tatsächlich sehe ich sogar eine Schwierigkeit in einer ganz bestimmten Sache. Man versucht jemandem zu helfen, aber könnte eventuell sogar eine Situation verschlechtern. Genau, wie Tobi schon bereits gesagt hat, werden wir die Lokalität, die Wohnung von der Dame ausräuchern und einen verdächtigen Gegenstand mit nach Hause nehmen, ihn weiter zu untersuchen und eventuell von da aus nochmal mit der Präsenz in Kontakt zu treten und zu schauen, ob dort auch dann bei uns erneut zu Phänomenen kommt. Klingt alles sehr gefährlich, aber ich denke mal, wir werden da schon damit fertig werden. Und wenn nicht, dann können wir immer noch eine Reißleine ziehen und eine Reiki-Meisterin mit einbeziehen in diesem Fall. So sieht der Plan aus. Wir hatten nie vor, irgendwelche Privatfälle anzunehmen. Die meisten, die Videos darüber machen, verschlimmern nur alles.
Oft sind es psychische Dinge, die zum Spuk führen. Bei uns hat sich allerdings eine junge Dame und ihre Mutter gemeldet. Und holy shit, wir konnten unseren Ohren kaum glauben. Wir trafen uns und hörten uns alles an. Wir haben uns also entschlossen, ihnen zu helfen. Wie wir diese Probleme angegangen sind und welche Ratschläge wir den beiden geben, erfahrt ihr in diesem Video. Wir wollen aber keine Zeit mehr verlieren, also starten wir direkt in die paranormale Untersuchung. Zum Fall Helena. Wie gesagt, also ihr dürft entscheiden, ob wir dann davon vielleicht, keine Ahnung, kleine Ausschnitte zeigen dürfen. Wie gesagt, oder gar nicht, dass es dann quasi nur für euch privat ist. Wie gesagt, also bei uns geht es tatsächlich eher um den Beweis für das Paranormale. Ja. Wir suchen diese Phänomene. Ihr seid da tatsächlich extrem betroffen. Das ist eure Privatsphäre hier. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht, dass das irgendwie gezeigt wird, dann zeigen wir es nicht. Wir können es zeigen, aber mich darf man nicht so erkennen, weil unkenntlich wäre für mich am besten, weil das kenne ich viele. Mhm. Du, das ist alles gar kein Problem, wie gesagt. Also Schnittprogramm besteht die Möglichkeit, einen Menschen gut zu zensieren, auch die Stimme zu verfremden. Das geht alles. Willst du die Lampe auf den Tisch machen, oder? Okay. Ich würde sagen, wir verteilen ein paar. Überall. Viele sind es ja nicht. Wir haben auf jeden Fall auch ein paar Lämpchen. Ich lege mal den Vortag schützend aus. Das Runenalphabet. Man sagt, in der Gesamtheit wirkt es schützend. Also sprich, dass wir hier unbehelligt in die Kommunikation auftreten können, also hineingehen können. Michi ist ein kleiner Leckerlis. Das schmeckt wirklich nicht. Einfach mal schnuppern lassen, dann merkt man so, was es ist. Willst du mal schnuppern? Ist nix, ne? Nee. Ist langweilig. Du kannst auf jeden Fall einen Katzenball im Flur hinlegen. Aber so, dass die Hunde nicht rankommen. Die mögen Bälle. Die mögen Bälle. Ja, na, wir haben. Also, die kriegen nur Spielzeug, wenn es wirklich ist. Also, wenn die mal dürfen. Mhm. Wegen Training und sowas alles, weil. Ist ja so oft mein Hobby, mit meinen Hunden zu arbeiten. Die haben auch keine Angst vor Wildschweinen, die haben kontrollierten Jagdtrieb. Und Bälle, das ist immer so eine Sache, das ist denn. Quietschen darf es nicht. Sehr viel Brüche. Ja. Aber er muss da mal durch. So, zur Erklärung. Ballonlicht. Normalerweise, wenn man es richtig zusammenschraubt, leuchtet es. Wenn man auseinanderschraubt, hört es auf zu leuchten. Ne? Aber wenn man es ganz vorsichtig ranschraubt, nicht komplett zumacht, dann kann man ihn anhand von Antippen aktivieren. No. Wisst ihr, wie die funktionieren? Soll ich mal zeigen? Soll ich mal erklären? Ich staune, dass das jetzt die ganze Zeit blinkt. Ja. Also die sind mit einem Berührungssensor. Nein. Nicht. Das ist ja süß. Die Bälle funktionieren mit einem Berührungssensor. Das heißt, wenn ich jetzt den hier berühre. Das hatte den Bolz ich auch gehabt, aber die haben ja dauerhaft geleuchtet. Genau. Ja, immer nach und nach im Auto. Jetzt mal gucken bei dem jetzt hier. Der grüne ist ein bisschen schwerer. Also sprich, wenn ich ihn jetzt so anfasse, passiert ja gar nichts. Dann muss ich erst richtig schütteln. Dann mache ich mal Minky Training. Ja. Training. Bei dem Schlafzimmer steht jetzt nicht nur also diese Sensorik-Box, sondern auch die SLS-Kamera. Okay. Weißt du, wie das funktioniert mit der SLS-Kamera? In ein paar Sachen, sowas habe ich mir schon mal angeschaut. Da war ich nicht. Genau, das ist die
Poltertüren. Mhm. Funktioniert mit Peer-Infrarotsensor, so ähnlich wie das Ding oben auf dem Kühlschrank in der Küche. Ne? Also sprich, wenn einer davor läuft, löst es einen Mechanismus aus. Also eine gute Freundin hat auch zu mir gesagt, ich soll unbedingt mal eine Kamera selber holen, um mich mal beim Schlafen filmen, ob eine Aktivität denn im Zimmer ist. Das würde ich grundsätzlich sein lassen. Ja. Weil es in dir noch mehr Ängste und Unsicherheiten gibt. Okay. Verstehst du? Also, ja. Helena schildert ein Ereignis in ihrem Zimmer. Eine einzelne Feder unter vielen bewegte sich, während der Rest ruhig blieb. Das kann man als Zeichen deuten, aber es kann auch anders erklärt werden. Ich würde grundsätzlich solche Sachen lieber jemand Fremden überlassen, der auch an das Ganze halt rational rangeht und nicht so emotional beteiligt ist, wie zum Beispiel du oder deine Mom. Sondern wirklich jemanden machen, der dann auch sagen kann, gut, okay, diese Bewegung von Federn könnte auch durch undichtes Fenster im Schlafzimmer und in der Küche Windzug verursachen. Selbst. Ja, ja, aber trotzdem, also es gibt trotzdem manchmal pfeift draußen der Wind viel stärker, als man denkt. Und wenn man jetzt mit dem Feuerzeug in solchem Moment ans Fenster rangehen würde, würde sich unten eine Flamme bewegen. Hast du auch ein Bad? Im Winter wird das nicht dicht. Wichtig. Immer so ein bisschen. Also wir wollen jetzt hier nicht nachweisen, dass nichts Paranormales da ist. Ja, das wollen wir nicht. Du hast wirklich krasse Geschichte erzählt mit Sachen, die bewegt wurden. Das glaube ich dir. Wir können natürlich nicht irgendwelche Wesen vertreiben, aber wir können Ratschläge zum Umgang damit geben und Tipps, die helfen können. Der Spuk verfolgt also die junge Dame, seitdem sie das Haus damals verlassen hat. Sie sind schon mehrmals umgezogen, aber es folgte ihr. Also wir wollen jetzt hier nicht nachweisen, dass nichts Paranormales da ist. Ja, das wollen wir nicht. Du hast wirklich krasse Geschichte erzählt mit Sachen, die bewegt wurden. Das glaube ich dir. Wir starteten die paranormale Untersuchung in der Wohnung. Bevor wir das Portal benutzen, wollten wir wissen, ob die beschriebenen Phänomene auch auf Anfrage in Kraft treten können. Es wurde von Kommoden und Schränken berichtet, die sich vor Türen schoben, sodass man sie nicht mehr öffnen konnte. Leider kamen keine Ereignisse über die SLS-Kamera. Hallo, ich bin Susanne. Ich bin Tobi. Und wir kommen Respekt hierher in diesen Ort, in diese Wohnung, in dieses warmes Zuhause, weil wir gehört haben, dass hier irgendjemand ganz schön fiese Dinge tut und ihr das Leben zur Hölle macht. Also falls hier eine Präsenz anwesend ist, dann mach dich bitte bemerkbar, indem du, fang mal ganz einfach an, eins von diesen Katzenbällen auslöst, die so schön blinken. Ich bin mir sicher, du hast gesehen, wie das funktioniert, als ich es vorgeführt habe. Du darfst dich ruhig zeigen, indem du eins von den Bällen anfasst. Oder dieses Ding hier vor mir. Kannst du auch tun. Du kannst auch das Gerät hier auslösen, wenn du möchtest. Weißt du das? Kannst du es nochmal? Okay, ich fasse es aus. Okay, ich habe alle Kameras geprüft. Zu diesem Zeitpunkt war nichts in der Nähe des Theremins. Jeder, der weiß, wie dieses Gerät arbeitet, ist sich bewusst, dass man die Hand oder ein anderes Körperteil in der Nähe haben muss, um es auszulösen. War hier jemand anwesend? Kannst du einen grünen Ball hier auf dem Tisch berühren? Zum Leuchten bringen, nicht berühren, richtig zum Leuchten bringen.
Oder den Ball da in dem Kallax-Regal. Du kannst auch die Poltertüren da in dem Flur auslösen. Die mit der Spieluhrmusik. Oder auch den K2 Meter hier auf dem Fußboden. Das ist das Teil hier. Wenn du es anfasst, fängt es an auszuschlagen. Die kann deinetwegen nicht vernünftig schlafen, weil sie Angst hat. Die wollen wissen, warum du das tust, vor allem warum du das schon so lange machst. Warum folgst du ihr die ganze Zeit? Wann war das letzte Mal? Vor ein paar Wochen war es das Gefühl wieder, dass ich an die Schultern gepackt werde und Richtung das Fenster gezogen werde. Und dann das Fauchen und Knurren einer Katze am Ohr. Aber da wusste ich, wird mir jetzt nichts tun. Hoffe ich. Es war sehr bedrohlich gewesen. Warum machst du das? Das würden wir wirklich gerne wissen. Warum machst du das? Seit Jahren geht es ja. Also wo wir denn das erste Mal umgezogen waren, da war ja wirklich Ruhe gewesen erstmal. Aber dann war da auf einmal im Haus auch was und da ist ja auch irgendwie dann einer verstorben. Und ich hatte ein Arbeitszimmer gehabt, das neben meinem Zimmer war. Und ich habe mit einem guten Freund immer in der Nacht Videochat gemacht, weil wir zu weit auseinander waren und dann immer Horrorfilme geguckt haben, so aus Spaß, aus Fun. Und dann haben wir habe ich dann umgeschalten und dann hat er gesagt, ja, irgendwie ist da oben. Und dann habe ich gemerkt, ich stehe mal auf. Und dann habe ich an meiner Zimmertür gehört, dass jemand an meinem Arbeitszimmer ist und umräumt. Das hatte mein Freund, der Kumpel gesagt, und hat gesagt, schließ die Tür ab, da ist irgendwas. Und wo ich dann am nächsten Tag, weil ich auch meine Katzen hatte, habe ich die Tür aufgemacht, meine Katze Mausi ist dann heute raus, hat eine Vollbremsung aber gemacht und hat die Tür so angeschaut, wieder runter und ist Otzi über jemand rüber gesprungen ist, über Füße und ist losgerannt. Und da wusste ich sofort, da ist was. Und das war auch mal, da wollte ich in mein Zimmer auch rein. Meine Katzen haben mich nicht reingelassen. Die haben mich angefaucht, mich angegriffen. Meine Freundin durfte rein, ich nicht. Die waren richtig auf Aggression gewesen. Also, das habe ich auch noch nie erlebt. Und dann haben sie sich beruhigt und gemerkt, das bin ich doch. So, als ob sie dich gar nicht erkannt hätten. Ja, sie wollten mich angreifen. Hast du damit was zu tun? Wir kommen nur zum Reden. Wir wollen nur wissen, warum man sowas macht. Das tust du schon seit ihrem dritten Lebensjahr. Warum? So, Portal. Funktionsweise ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier einen Gitarrenverstärker und zwei Pedale. Das eine soll eigentlich das Rauschen reduzieren und das andere legt Effekte drauf, um vielleicht Stimmen so zu verstärken, dass da vielleicht auch lauter rausgespielt wird. Genau. Und das Ganze läuft über ein kleines umgebautes Radio. Mhm. Auf dem Radio kann man zwischen AM und FM umschalten. FM wird in Deutschland genutzt, AM eigentlich nicht mehr. Trotzdem kommt ab und zu mal ein Radiosender durchgemogelt aus Polen, aus Russland, Frankreich, England, je nachdem, wo das noch aktiv genutzt wird. Ja, und umgebaut
ist es insofern, es kann halt ganz schnell zwischen den Kanälen schalten. Mhm. Das hört sich dann ja, an. So schnell. Ja. Genau. Durch dieses hin und her schnelles Schalten erzeugt es weißes Rauschen. Mhm. Das ist so ähnlich wie bei weißem Licht, wo viele verschiedene Farbspektren übereinander gelegt werden und dadurch wird dieses weiße Licht erzeugt. So ähnlich ist es auch mit dem Rauschen. Mhm. Da ist quasi das ganze Spektrum von Geräuschen enthalten und daraus können die Präsenzen ihre Stimmen modulieren. Ach so. Genau. Sie modulieren durch dieses Rauschen die Stimmen und können ihre Botschaften uns hinterlassen. Ich sag mal so, in der ETC-Kommunikation sind diese Phänomene eigentlich eher ganz schwach. Es kommt darauf an, wie oft man das schon gemacht hat, umso stärker werden diese Phänomene. Wir sind da eigentlich auch noch relativ frisch. Also kann sein, dass es vielleicht noch zu leise ist. Aber bis, was die Auswertung angeht, sind wir da eigentlich schon relativ geübt. Okay. Also, falls uns irgendetwas sagen möchte, werden wir es raushören. Mhm. Muss man halt auch ein bisschen vertrauen. Aber ab und zu mal mogelt sich auch was richtig Lautes aus dem Deutschen. Und das ist meistens auch doch schon ganz gut zutreffend. Ja. Also erschreckend, erstaunlich, was die Quote angeht. Mhm. Genau. Zumal, wie gesagt, AM, Deutsch, eigentlich nicht wirklich. Mhm. Wenn du Fragen stellen möchtest, machst du kurz den hier. Dann mache ich das auch leise. Dann stellst du deine Frage in den Raum. Mhm. Dann mache ich wieder auf laut. Wir warten. Nein, ist eigentlich wichtig, was willst du dann von mir? Richtig. Dann kannst du gerne mal gucken, vielleicht fühlt es sich durch dich besser getriggert und antwortet höchstwahrscheinlich. Ja. Ich versuche jetzt erstmal ein bisschen noch einzustellen, dann mache ich aus, dann stellst du die Frage, ich mache die Box an, lasse sie eine Weile laufen, dann, wenn du die nächste Frage stellen möchtest, dann zeigst du es mir wieder, ich mache sie wieder aus, so dass du laut und, also dass man auch laut und deutlich verstehen tut, was du da hast, also fragen möchtest. Mhm. Ja? Okay. Sie können auch gerne. Ja. Ist ja Ihr Kind betroffen. Mhm. Ich denke mal, als Mutter hat man da echt viele Fragen, warum man sowas tut. Mhm. Ich möchte wissen, was willst du von mir? Sag mal einfach, was du möchtest. Du machst das seit Jahren und ich weiß nicht, was du willst. Was möchtest du von mir? Hast du eigentlich was gehört? Nee. Nichts rausgehört? Also so wie Geräusche, also so wie Stimmen, also ganz komisch verschleiert hat sich das angehört. Also als ob da einer quatscht, ne? Ja.
Okay, jetzt stelle ich eine Frage. Warum sollte sie nach Bolzig kommen? Warum? Was gehört. Du musst auch nicht, das müssen wir nachher in der Auswertung machen. Wenn du jetzt halt hörst, dann ist es super, aber das kann sein, dass du das später dann wie gesagt hörst. Mhm. Warum klebst du schon seit ihrem dritten Lebensjahr an ihr? Was willst du damit bezwecken? Warum tust du das? Zum Spielen war allein. Hast du das gehört? Ich weiß, Kind, immer alleine so. Also ich hatte, wo ich ganz klein war, keine Freunde so gehabt. Eine gute Freundin wollte ja auch Kinder, wirklich. Und ich habe dann immer alleine gespielt und ich weiß. Hast du so einen imaginären Freund oder so was? Kreuz hieß der. Ja. Okay. Ich habe immer Kreuz genannt. Weiß ich nicht. Ich habe den Namen gehabt, aber Kreuz wollte er genannt werden. Warum wolltest du Kreuz genannt werden? Vorhin war alles andere, aber die ganze Zeit schon ist zu mir. Na, das hören wir erst in der Auswertung, Tobi. Ja, ich sage auch, was ich gerade raushöre. Okay. Was sagt der Junge, der vielleicht noch bei uns sein konnte? Der gestorben ist? Der ist? Naja, er hat sich ja dann bemerkbar gemacht, wo ich bei dem Hof war, bei den Pferden, bei meinen Pflegepferden. Mhm. Da habe ich ein Lachen gehört. Das war der wahrscheinlich auch. Aber ich weiß, dass ich dann, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich habe auch einen Cut gemacht mit ihm. Mhm. Dass ich dann gesagt habe, wir können nicht mehr zusammen spielen. Und wie lange hat er aufgehört danach? Also wir haben mal da gewesen. Also ich habe mehr gespürt. Aber ich bin, gehört quasi. Und ich habe aber diesen Block gemacht dann. Und dann habe ich Freunde gefunden,
in der Grundschule hatte ich dann zwei beste Freunde und dann ging es los so. Und man hat dann sich so verabschiedet. Und ich habe gedacht, dass er dann auch wirklich gegangen ist, aber dann ein paar Jahre später war er dann wieder da gewesen, das mit dem, wo ich bei meinem Pflegepferd war. Mhm. Und danach wollte ich gar nicht weg. Kann sein, dass es immer noch derselbe ist. Ja. Bist du der Junge, der tot auf dem Feld gefunden wurde? Ist richtig so, ne? Bist du es vielleicht? Terrorisierst du sie so? Warum machst du das? Eine Stimme laut und deutlich gehört, aber ich kann leider die Botschaft nicht übermitteln. Ich höre am Anfang. Besteht die Möglichkeit, dass du sie in Ruhe lässt, weil sie leidet darunter. Verstehst du? Du bist tot, aber sie muss leben. Besteht die Möglichkeit, dass du sie in Ruhe lässt? Enttäuschen zu müssen, aber du kannst hier nicht bleiben. Das Interessante, was ich noch erzählen muss, ich hatte mal eine Narkose gehabt, das war letztes Jahr. Und meine Freunde haben mir erklärt, wie Narkosen funktionieren. Also es ist wie ein Lichtschalter, du schließt ein und dann hast du wach. Wo ich meine Narkose hatte und mein Zahn entfernt wurde, habe ich mich von hinten gesehen, in einem dunklen Flur mit viel mit Vertäfelungen an den Seiten. Ich habe mich von hinten gesehen, weiße Sachen, braune Stiefel, meine Haare waren auf dem Spaghetti-T-Shirt. Und da war eine Tür und da war unten ein Licht und die Tür ist langsam aufgegangen. Das Licht hat mich geblendet, ich habe mich von hinten gesehen, wie ich reingerannt bin und einen Namen gerufen habe. Aber das ist ein englischer Name, den ich gerufen habe. Johnny. Ich kenne keinen Johnny. Okay. Ich kenne keinen Freundeskreis, der so heißt oder so.
Und da hat es ja auch meine Mama erzählt. Und meine Freunde habe ich gefragt, gibt es Träume, wenn man in einer Narkose ist und träumt? Meine Freunde, nein, ist nicht. Ich habe eine Freundin, die hat bisher nie wie viele Narkosen durch. Hat mir gesagt, tust du ja nicht. Sowas hat man eigentlich nicht. Aber ich weiß nicht, was dieser Name bedeuten soll. Okay. Kannst du uns deinen richtigen Namen nennen, bitte? Wie alt warst du, als du verstorben bist? Was hat es mit dem Namen Johnny auf sich? Hast du es gerade gehört? Weibliche Stimme? Das war wie so ein Singsang, ich bin Johnny? Nee, die weibliche Stimme habe ich nie gehört. Okay. Aber, das ist auf jeden Fall sehr interessant für die Auswertung. Wisst ihr, wie alt er war? War der 5 oder 15? Ich weiß es nicht. Es wird ja gesagt, ein Kind, was erstarken, also was mein Nachbar hat. Muss vielleicht so um den Alter gewesen sein. Ich dachte, einer wie 15, andere wie 15. Weil ich das so gehört habe. Okay, ich schätze mal 5 oder so. Warst du da glücklich oder warst du da unglücklich? Ich habe mich eigentlich trotzdem wohl gefühlt. Ich fand es sehr schön dort. Aber die Nächte waren der Horror. Aber es gab auch Nächte, die gut waren, wo ich dann Ruhe hatte. Aber ich bin da aufgewachsen. Ich habe mich da so wohl gefühlt. Aber irgendwann kam man ja auch damit klar und hat gesagt, ja, es ist da was. Man muss damit klarkommen. Es gehört zu diesem Haus dazu. Aber wenn ich bei Freunden übernachtet habe, die auch dort in dem Dorf gewohnt haben, habe ich auch besser geschlafen. Sie war ausgeruht, sage ich. Okay. Was ist deine Todesursache? Gehörst du zu den anderen Seelen in diesem Haus, in dem sie seit dem 3. Lebensjahr aufgewachsen ist? Thank you.
sind vielleicht noch andere, die sich durch diese ganzen Phänomene mit dem Möbelrücken und so bemerkbar gemacht haben. Sind es noch andere? Wer ist der Mann mit braunen Augen? Mit ganz markanten Augenbrauen und Glatze, der sie mal am Bett beobachtet hat, als sie noch ganz klein war. Wer ist dieser Mann? So einstellen, dass man die Sender richtig, also den Sender. Ja. Kannst du dich vorstellen? Wie ist dein Name? Die ganze Zeit. Warum klebst du so sehr an ihr? Warum musste sie nach Wolzig? Was war ihre Aufgabe? Warum schickst du sie dorthin? Lässt du sie in Ruhe, wenn sie das macht, was du willst? Wirst du sie dann in Ruhe lassen, zurücklassen und sie nicht mehr aufsuchen? Weil sie möchte Ruhe haben. Sie ist müde. Sie will endlich ihre Ruhe.
Wobei brauchst du Hilfe? Ja, wir hatten sich das Lachen angehört, was du da gehört hast. Kinderlachen. Und wo meine Freundin, also wo ich gesagt habe, wir bleiben bei den Pferden, die Pferde uns verteidigt haben, war es ein Wein. Ein richtig schlimmes Wein. Naja, aber es ist auch keine Antwort auf die Frage, was er will. Hm. Kannst du bitte einmal klar und deutlich äußern, was du möchtest? An dieser Stelle endete die Kommunikation. Man hat den Eindruck, dass sich hier nicht nur jemand verabschiedet hat. Nein, er hat auch noch den Strom mitgenommen. Es ist nun ruhiger in der Wohnung und das Bedrohliche verschwand. Helena meldete sich am nächsten Morgen und berichtete, dass sie seit langem wieder einen guten Schlaf hatte. Wir stehen bis heute in Kontakt und sind für die beiden da. Wir sind Tobi und die Katze und wir entführen dich in die Dunkelheit.